Hallo, da sind wir. Und zwar heute mit. Womit denn überhaupt? Ja, wir haben einen neuen Bollerwagen und den stellen wir euch heute mal vor. Das ist das gute Stück, also zumindest das Paket, welches beim André innerhalb kürzester Zeit angekommen ist. Der Versand geht wirklich super schnell. Der André hat das hier vorne schon ein bisschen aufgemacht. Es ist wirklich gut geklebt. Und jetzt gucken wir mal rein. Da ist eine Schutzfolie. Hier oben ist extra noch so ein bisschen dicke Pappe, damit der Bollerwagen wirklich gut geschützt ist. Und Emma hat sich auch die Farbe ausgesucht. Da ist das gute Stück. Der Bollerwagen, wie ihr seht, kommt auf jeden Fall schon mal mit einer Schutzhülle, damit man den Bollerwagen, wenn man den komplett zusammengeklappt hat, auch vielleicht für die kalte Jahreszeit, wenn Schnee liegt, man ihn nicht braucht, damit man ihn ordentlich irgendwo unterstellen kann. Was ich wirklich schön finde, die Schutzhülle ist hier mit Clips befestigt. Eins und zwei. So, machen wir jetzt mal auf. Ziehen wir das gute Stück mal aus. Ah, sehr schön. Hier ist der Bollerwagen auch nochmal zusammengemacht. Beziehungsweise kann man hiermit den Bollerwagen besser tragen. Wenn man ihn zum Beispiel die Treppe raufträgt. Dann ist der Bollerwagen hier mit einem Clip ausgestattet. Auf der anderen Seite nicht, aber es reicht ja auch eine Seite und lässt sich dann super einfach öffnen. Hier ist noch so ein Feuchtigkeitssäckchen drin und eine Bedienungsanleitung. Technische Daten, die Abmaße sind hier drin, Gewicht. Gewicht sind 14,8 Kilogramm. Was hier noch ist, ist das Sonnendach. Und nun geht's los. Den Rest stellen wir euch gleich vor. Wir haben einen neuen Bollerwagen und zwar den MB20 von Miweber. Ja, wir haben uns aus verschiedenen Gründen für diesen Bollerwagen entschieden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Miweber, die uns diesen Bollerwagen zur Verfügung stellen für all unsere Vorhaben in diesem Jahr. Vielen herzlichen Dank. Wir haben hier vorne befestigt eine Ziehstange, welche man zusammenschieben kann. Und welche sich ausfahren lässt für den normalen Gebrauch. Dass die Stange, die sitzt hier auch wirklich fest. Das heißt, es passiert nicht, dass man aus Versehen mal gegen Bollerwagen tritt, bei einer Pause oder so, und die Stange einfach runterfällt. Sie rastet wirklich gut ein. Hier im hinteren Teil des Bollerwagens ist eine Schiebestange, vor allem für uns ziemlich gut, daher, dass wir eben ja sehr viele Berge wandern und so weiter und wir sonst immer vorne zusammen ziehen mussten. Jetzt kann der André vorne ziehen, ich kann schieben. Der Vorteil bei dieser Schiebestange ist, also sie ist richtig schön gepolstert, sie hat so eine leichte Gummierung, also man kann wirklich gut festhalten und das Schöne ist, sie lässt sich hier ganz einfach von der Höhe verstellen und rastet sehr gut ein. Das heißt, selbst jemand ziemlich Großes, für mich wäre das jetzt schon zu hoch, aber jemand ziemlich Großes kann diesen Bollerwagen schieben. Und selbst jemand Kleines, wie Emma, obwohl das wäre wahrscheinlich schon zu niedrig, aber wenn Kinder mithelfen wollen, können die diesen Bollerwagen schieben von hinten.
Hier können die Kinder vorne und hinten mithelfen. Im Lieferumfang enthalten ist ein Sonnendach. Sonnendächer sind wirklich toll. Man kann zum Beispiel auch hier ganz einfach an den Seiten vom Sonnendach einfach so ein Muslintuch oder so befestigen, um die Kinder nochmal zusätzlich vor Sonne zu schützen oder das Ganze ein bisschen abzudunkeln. Also ein Sonnendach ist echt Luxus pur. Das Sonnendach kann man ganz einfach abnehmen. Das hat hier Plastik mit eingenäht. Damit kann man das vernünftig an den Stangen befestigen. Die Stange lässt sich ganz einfach einfahren und zwar mit Hilfe dieses Knopfes kann man diese Stange ja nach unten drehen und hier unten in so einer kleinen Schnalle befestigen. Das funktioniert auch auf allen vier Ecken mit den Stangen. Wenn wir jetzt alle vier Stangen eingeklickt haben, was wirklich kinderleicht ist, kommt der Innenraum des Bollerwagens zum Vorschein. Das Schöne an diesem Innenraum ist, also es gibt Platz für zwei kleine Kinder. Diese zwei kleinen Kinder können ganz einfach angeschnallt werden. Vor allem, wenn die Kinder rumhampeln oder man sich in einem schwierigen Gelände befindet, wenn man bergauf oder bergunter geht. Damit sind die Kinder gesichert. Dann gibt es hier im Innenraum eine kleine Netztasche. Ich sehe schon, die wird voll mit Steinen sein. Und im mittleren Bereich des Innenraums ist hier eine Befestigung. Damit kann man den Bollerwagen später ganz einfach zusammenklappen. Und im hinteren Bereich des Innenraums ist unser Highlight. Und zwar, Emma ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so klein. Die ist jetzt 6 Jahre alt und ist etwas größer geworden. Das heißt, der Innenraum an sich ist für Emma mittlerweile etwas knapp. Aber bei den Sachen, die wir dieses Jahr noch vorhaben, brauchen wir nun mal einen Bollerwagen. Und das Schöne ist, Moment, es gibt einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Mit dem kann man hier hinten den Teil aufmachen. Hier kommt noch eine kleine Tasche von außen zum Vorschein. Und der Bollerwagen vergrößert sich quasi im Fußraum für die Füße. Hier kommt der Fußraum quasi zum Vorschein. Man kann hier auch einfach für Kinder Schuhe abstellen. Dadurch, dass der Fußraum abfällig ist, ist das gar kein Problem und die Schuhe können auch nicht rausfallen. Oder jetzt in unserem Fall, Emma kann hier ihre Füße drauflegen. Den Fußraum kann man auch ganz einfach hochklappen, wenn man ihn nicht braucht. Wir werden ihn wahrscheinlich meistens runtergeklappt haben. Ich hoffe, beziehungsweise ich denke, das hier wird kein Steinlager. Wir hatten so viele Steine, werden wir nämlich diesmal nicht mehr mitnehmen. Das hier ist der Kofferraum. Der kann runtergesetzt werden. Komplett runtergesetzt werden, wenn man ihn nicht braucht. Den kann man auch ganz einfach hier mit den Hebelchen in 90 Grad Winkel setzen und rechts und links sind Klettverschlüsse. Wenn man die löst und einmal hier reindrückt, hat man im hinteren Bereich eine riesengroße Tasche. Also wenn ich mir so meine Schuhe angucke, die passen locker rein, Emmas Schuhe passen wahrscheinlich auch noch rein. Wir brauchen vor allem die hintere Tasche oder diesen, wir nennen ihn immer liebevoll den Kofferraum, um Snacks oder so da reinzusetzen. Eine kleine Kühltasche rein, da Snacks rein und die sind immer griffbereit. Hier können natürlich auch Bücher für Kinder oder sonstiges rein. Also super Fußraum, super Kofferraum und richtig viel Platz und richtige viele Aufbewahrungsmöglichkeiten. Wem dieses kleine Netz
im Bollerwagen-Innenraum und diese kleine Tasche im hinteren Bereich des Bollerwagens nicht ausreicht. Der findet hier vorne noch verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten. Hier ist so eine Art Flaschenhalter. Dann findet man hier rechts noch eine größere Tasche, die mit Klettverschluss verschlossen werden kann. Und hier ist noch eine kleine, süße Tasche, die mit einem Reißverschluss zugezogen werden kann. Klappt man jetzt diesen Fußraum hoch, kommt eine der zwei Bremsen zum Vorschein. Man drückt hier einmal feste drauf und hier unten sind rechts und links so kleine Eisenstücke, die hier in so ein Plastikzahnrad vom Bollerwagen reingeschoben werden. Und dadurch ist der Bollerwagen gesichert und kann nicht mehr davon rollen. Vorne die Bremsen sehen ein bisschen anders aus, haben aber das gleiche Prinzip. Der Bollerwagen hier vorne hat an jeder Bremse einzeln einen Kippschalter. Ihr seht auch, die Räder vorne sind wesentlich näher beieinander. Aber auch hier muss man ganz einfach drauf treten. Und ich hebe das Ganze mal hoch, damit ihr es besser sehen könnt. Hier ist auch wieder so eine kleine Eisenstange. Die setzt sich wieder zwischen dieses Plastikzahnrädchen und auch vorne kann der Bollerwagen nicht mehr wegrollen. Ist vor allem ziemlich gut, dass man alle vier Räder quasi bremsen kann. Daher, wenn man zum Beispiel an einem Berg steht oder so, ist der Bollerwagen wirklich gesichert. Das ist besser, als wenn vorne die Räder gesichert sind und er kann hinten noch immer rollen und wegrutschen. Vor allem, wenn der Bollerwagen etwas mehr beladen ist. Das sind noch die Reifen. Die sind hart, weil sie eben auch für einen harten Untergrund geeignet sind. Und die Felgen sind verchromt. Und ein riesengroßes Argument für diesen Bollerwagen war, diese Reifen hier hinten, sowie die Reifen vorne, die sind alle austauschbar. Und hier, das ist alles an einem Stück miteinander verbunden. Und wenn wir uns das hier vorne angucken, und die vorderen Reifen, die sind zwischen zwei Stangen, ist senkrecht eine Stange befestigt, woran die Vorderreifen befestigt sind. Und auch wie die Hinterreifen sind die Vorderreifen austauschbar. Und das war ein Argument für uns, wo wir gesagt haben, das ist definitiv das absolute Argument für diesen Bollerwagen. Der Bollerwagen muss bei uns mehrere hundert Kilometer laufen. Und wenn uns hier ein Reifen kaputt geht, können wir ihn ganz einfach auswechseln. Wenn das Profil runter ist, können wir den Reifen auswechseln. Und da muss ich auch sagen, Miweber hat nicht nur die Reifen als Ersatzteil, sondern auch viele andere Teile für den Bollerwagen als Ersatzteil. Und die haben einen hervorragenden Kundenservice. Super freundlich, man schreibt an und bekommt innerhalb kürzester Zeit auch Antworten. Also wir haben Miweber angeschrieben und wir hatten innerhalb von 3 Tagen eine Antwort. Und zwar super freundlich und super, super hilfsbereit. Wir haben auch gesagt, wofür wir zum Beispiel einen Bollerwagen brauchen. Dann hieß es ja, okay, super, hier habt ihr noch Ersatzreifen. Das heißt, wir haben von Miweber nicht nur einen Bollerwagen, sondern auch Ersatzreifen direkt zugeschickt bekommen. Daher, dass wir jetzt eben einige größere Projekte vorhaben. Der Bollerwagen ist 1,20 Meter lang, 1 Meter hoch und 50 cm breit. Und ich muss auch sagen, das ist echt super von der Breite. Kinder können super drin sitzen, aber man kommt trotzdem an schmalen Pfaden weiterhin lang. Und das ist das, was wir brauchen. Wir müssen einen Bollerwagen haben, der überall hin mitgenommen werden kann. Bei den 1,20 Meter kommt natürlich dann noch die Zugstange hinzu. Das Gewicht beträgt knapp 15 Kilo.
Aber man merkt es kaum daher, dass man diese 15 Kilo auf Rädern hinter sich herzieht. Die Innenmaße hier unten in der Kabine sind 81 cm lang, 42 cm breit und die Höhe hier beträgt 24 cm. Bevor wir den Bollerwagen jetzt zusammenpacken, noch kurz was zur Verarbeitung. Der Stoff fühlt sich echt hochwertig an. Er ist dick. Man kann auch die Teile einzeln vom Bollerwagen abnehmen. Und dem André gefallen die Schweißnähte sehr gut. Der Bollerwagen wird ganz einfach zusammengepackt. Man muss den Kofferraum runterklappen. Man muss den Fußraum hochklappen. Man muss die Schiebestange hinten runterklappen, die hält nämlich hinten alles fest. Und dann geht man hier hin und hebt den Bollerwagen hoch, drückt den einmal kurz zusammen, der hakt hier ein und schon kann der Bollerwagen eingepackt werden. Wir haben ja noch die Hülle für drüber, die werden wir jetzt nicht jedes Mal benutzen, wenn der Bollerwagen jetzt einfach ins Auto gelegt wird und morgen wieder benutzt wird, legen wir da keine Hülle drüber. Wenn er länger nicht benutzt wird, was bei uns eigentlich unmöglich ist, dann würde ich die Hülle drüber machen. Hier, das kann man noch zusammen machen und dann kann man den Bollerwagen auch ganz einfach tragen. Wir müssen ihn zum Glück nicht zum Auto tragen, wir können ihn jetzt gleich ganz einfach ziehen. Kurz noch was zu der Firma miWeber. miWeber ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen und die sind wirklich spezialisiert auf Familien und denen liegen Familien wirklich am Herzen. Das merkt man auch beim Auftreten des Kundenservice. Und wir haben uns da bisher super aufgehoben gefühlt und ja, jeder Kontakt, egal ob per E-Mail oder per Telefon, war wirklich perfekt. Infos zur Firma und zum Produkt verlinkt der André euch natürlich unter dem Video. Besucht gerne mal die Seite von miWeber und klickt euch mal durch und wir können es wirklich vom Herzen her, also vom Herzen empfehlen. Dieses tolle Stück werdet ihr jetzt nicht zum letzten Mal sehen. Wir haben noch ziemlich viel dieses Jahr vor. Unser Ansprechpartner bei miWeber kennt bereits unsere Pläne und wir freuen uns auf jeden Fall auf ein ganz tolles Jahr mit diesem tollen Bollerwagen, mit ganz tollen Projekten und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!